Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Trainfieber hier bei Heisenberg zockt. Und statt eines fahrenden Zuges betrachten wir zu Beginn mal einen ruhenden See, dachte ich mir. Und da ist er, der ruhende See, der See von Edelach sozusagen. Denn hier im Hintergrund haben wir das Städtchen mit dem Bahnhof. Hier oben ist da auch was los gerade? Züge? Hallo? Nein, keiner da. Okay, alle ausgeflogen. Da hinten in weiter Ferne fährt einer. Okay, gut. Ja, jetzt apropos Züge. Wir kaufen sowieso eine ganze Ladung Züge heute. Hehe, da freue ich mich eh schon die ganze Zeit darauf. Aber jetzt müssen wir ganz kurz noch nach Friedenweiler. Denn das ist eh gleich hier. Hier steht anscheinend laut Kommentaren... Oh, guck mal, das ist genau der Zug aus Edelach. Sehr schön. Da steht laut Kommentaren... In Kohle, wie steht das? Moment, ich muss mal schnell gucken. Da stehen zwei Bekohlungsanlagen in der Erde. Das kann eigentlich nur hier oben sein. Und ich glaube, ich weiß auch, was gemeint ist. Genau, ich habe hier den falschen Bahnhof erwischt. Guck mal hier. Das ist so natürlich nicht wirklich richtig. Jetzt lassen wir schnell unseren Güterzug hier beladen. Sich beladen und wieder rausdüsen. Dann kommt eh schon der nächste. Den müssen wir irgendwie bremsen. Sonst kommen wir hier... fahr raus, los. Kriegt er überhaupt was? Wir gucken mal. Ja, doch, 5 Öl. Dafür hat es gereicht. Ist natürlich sowieso, das ist ein Kohlegüterbahnhof und wir haben hier eine Ölquelle. Aber ja, es gibt halt in dem Sinn keine Bahnhöfe für Ölquellen. Wir könnten einen zusammenbauen, indem wir einen neutral nehmen und mit den Mods hier, da gibt es ja welche, sowas ähnliches gestalten. Das könnte man noch machen, aber das möchte ich eben nicht jetzt machen. Wisst ihr was, wir haben ja ein bisschen Geld, das heißt wir machen, jetzt nicht hier der Zug, bitte nicht, ich höre ihn doch schon. wir haben ja ein bisschen Geld, das heißt wir bauen den jetzt mal richtig hier mit nur 2 Solains, wenn ich ihn schon abreißen kann, das müsste sogar gehen. Und dann werden wir aber später, würde ich sagen, machen wir hier tatsächlich einen neutralen Bahnhof draus. Im Grundprinzip und machen dann hier richtig mit den Mods so einen richtig schönen Ölbahnhof hin. Nur eben, jetzt möchte ich... ich hoffe, ich kriege den gleich wieder hin. 2 Lanes. 2 Gleise, maximale Länge. Ja, jetzt, das passt so perfekt. Okay, dann haben wir hier nämlich die Schnellversion gemacht. Jetzt bauen wir hier aber noch Strom. Ich glaube zumindest, wir brauchen Strom. Wir haben auf dem Rest der Strecke ja auch Strom. Doch, doch, das wird schon passen. Gut, lassen wir laufen. Der hat schon mal nicht gedreht. Da bin ich schon mal froh. Und hier unser anderer Güterzug. Amerikanischer Prägung. Der hat auch nicht gewendet. Dafür klingt er umso besser. Sehr nett. Gut, ja, lassen wir das mal für einen Moment hier so sein. Wie gesagt, der Bahnhof passt. Passt eh nicht so zu dieser Ölquelle. Das werden wir ändern. Aber jetzt Züge kaufen, Züge kaufen. Wo war es gleich nochmal? Edelach, nein. Hier hinten, Appelbeck, genau. Jetzt habe ich gesagt in der letzten Folge, das war noch witzig, bevor die Folge rauskam, gab es sogar noch einen Kommentar mit dem genau gleichen Gedanken. Nämlich, nimm doch die diese holländische Lokomotive mit den 140 km/h von der Strecke runter, wenn du hier schnelle Züge nimmst und setz die ein, nur für den Transfer zwischen Appelbeck und Edelach auf der sozusagen alten Strecke. Genau die Idee habe ich ja in der letzten Folge dann eben auch angesprochen und ja, cool. 2 Leute der gleiche Gedanke. Ich sage jetzt nicht den üblichen Spruch. Ihr kennt ihn vielleicht. Ich kenne den Kommentarschreiber nicht persönlich. Da getraue ich mich sowas Böses nicht. Nein. Cool, gute Idee. Jetzt kann ich es ja auch sagen. Die ist ja nicht nur alleine von mir. Da hatte ja noch jemand die Idee. Autosave wäre jetzt nicht zwingend nötig gewesen. Aber okay. Wenn das Spiel denkt, sicher ist sicher, dann kann das auch nicht so falsch gewesen sein. Gut, jetzt hier eben. Dann machen wir das so. Jetzt bräuchte ich dann natürlich mal unseren schnellen holländischen Zug. Der wird jetzt hier abgezogen. Beziehungsweise nein, der wird draufgelassen. Moment, oder haben wir den hier schon? Hier oben ist er doch. Hier fährt er ja durch. Nee, den müssen wir abziehen. Also der soll mal wenden. Und dann soll er auf die neue Linie, nämlich, also nicht auf die neue Linie, sondern auf die alte. Das wäre Regio... Nicht Edelach Friedenweiler, sondern ich muss mal gucken, was haben wir denn hier für eine Farbe? Das war glaube ich gelb.
War das die hier? Nein. Regio. Eigentlich Edelack Appelbeck. Wo haben wir die denn? Warum finde ich sie denn nicht? Haben wir die irgendwie anders angeschrieben? Nö. Moment. Appelbeck Blauenthal. Ach so, dann heißt die ja doch Edelack Friedenweiler. Edelack. Nee, Appelbeck. Falsch. Falsch. Gleich nochmal ändern. Halt, ich muss sie nicht aufrufen. Ich muss sie ändern. Er steht sowieso. Der tut sich da nichts. Wo haben wir denn die Linie hingepackt? Haben wir die... Da haben wir die vielleicht sogar... Oh, das könnte euch sein. Habe ich die in der letzten Folge wieder deaktiviert? Das kann sein. Gut, dann machen wir eine neue. Das ist ja auch kein Ding. Da hätte ich aber noch eine ganze Weile gesucht. Also, neue Linie. Die eigentlich sowieso bloß eine alte ist. Das können wir hier zumachen. Von... Na... Von hier, Appelbeck, nach hier hinten, Edelack. Und jetzt, wo wird die Linie gezeichnet? Gar nirgends. Aha, warum das? Das müsste doch eigentlich klappen. Wir haben hier ja nichts verändert. Oder ist das wieder eine unglückliche Farbe auf diesem Gleis? Das kann durchaus sein. Ne, blau haben wir bei der anderen Linie. Ne, aber das liegt nicht an der Farbe. Das liegt an irgendwas anderem. Appelbeck, Edelack, das müsste doch... Oh, das ist ja auch interessant. Guck mal, die Straße. Jetzt haben sie es auf die Straße gesetzt. Warum wird denn das auf die Straße gesetzt? Ist das der schnellere Weg? Also, dass es geht, ist klar. Wir haben ja die Bahnhöfe gruppiert. Das ist klar. Oh Gott, wie kriege ich denn jetzt die ganze Geschichte hier aufs Gleis? Ja, da muss ich... Eigentlich muss ich da einen kleinen Trick anwenden. So, und jetzt? Aha. Ja, und schon klappt's. Das ist ja interessant. Wenn ich jetzt die Straße wieder hinmache. Wir können die ja nicht so lassen. Das sieht ja aus. Das müsste aber Überland sein. Die hier. Zum Beispiel. Jetzt ist sie wieder hier. Es ist ja. Und wenn ich dann Zug zuweise. Ich muss ihn nochmal wegnehmen. Also nehme ich den hier. Nicht, dass es jetzt noch zu kompliziert wird. Halt. Linie 1. Ich werde sie gleich noch umbenennen. Okay, er wartet immer noch auf freie Wege. Jetzt haben wir eigentlich auf dieser Linie einen Zug. Okay, wenn ich jetzt die Straße wieder hinmache, haben wir dann wieder den Straßenverkehr. Dann müsste ich etwas entgruppieren, sozusagen. Nein, guck mal jetzt. Aha, weil kein Zug drauf war wahrscheinlich. Aber Autos fuhren ja auch nicht. Zumindest nicht von uns. Also keine Busse. Na, wie auch immer, jetzt... Stimmt das Ganze. Jetzt haben wir das so, wie wir es haben wollten. Hier fährt's. Und hier wartet's. Okay, weil der wartet hier hinten. Warum wartet der denn hier? Hat der hier ein Signal? Nö. Der steht auf dem gleichen Gleis wie er hier. Und der wartet auch. Spiel läuft. Eigentlich. Moment, wir machen... Nee, hier schnell umbenennen. Das haben wir ja schnell gemacht. Also Appelbeck nach Edelack. Das könnte irgendwie genauso gut in Kanada sein, das Ganze. Appelbeck, Edelack. Ja, vielleicht noch Regio. Nee, das können wir eigentlich. Wobei wir haben alle mit Regio angeschrieben. Das ist vielleicht doch besser. Regio. Appelbeck, Edelack. Lack geht sogar hin. Gut, lassen wir fahren. Warum fährst du zum Beispiel nicht? Mal wenden. Aha, jetzt fährt er. Jetzt fährt er aber in die falsche Richtung. In die andere kann er natürlich nicht. Du bist auf dem falschen Gleis, Kollege. Hältst du gleich wieder an? Jawohl. Wende mal nochmal. Ah, ist blöd. Jetzt haben wir natürlich den hier. Eigentlich komplett falsch. Wir müssen den mal weiterlaufen lassen. Wir wenden ihn. Jetzt hat er keinen Weg mehr elektrisch. Hä? Hey, vorhin ging es doch gerade noch. Mein Gott, meine lieben Züge. Wir haben doch hier Strom. Der findet irgendwie die Linie. Er müsste eigentlich nur zurück. Wir haben doch hier überall Strom. Strom. Und hier hinten haben wir
Ebenfalls Strom. Also das kann eigentlich kein Problem sein. Schienen haben wir auch. Hier doch ein Bahnhof durch. Doch, doch, das ist alles bestromt. Hier ist auch Strom. Blöd, dass der jetzt so falsch ist. Der müsste eigentlich zurück jetzt nach Edelack. Und der hier eigentlich, der ist ihm genau im Weg. Wisst ihr was, wir geben dem mal dahingehend eine Hilfestellung. Wir machen das mal so. Mit Oberleitung. Fahrzeug im Weg. Ah, jetzt wird es aber ganz kompliziert. Moment. Okay, jetzt hat es geklappt. Jetzt fährt er auch. Jetzt kann er hier wechseln. Und dann kann der andere nachher auch fahren. Dann fährst du jetzt zurück nach Edelack. Okay, das ist perfekt. In Edelack müsste er dann eigentlich die neue Linie annehmen. Aber da können wir eh schön noch ein bisschen zugucken, denn das ist ja doch durchaus ein Hammerzug. Mir gefällt der extrem gut, habe ich auch schon mal erwähnt. Gut, wenn der jetzt auf dem Gleis ist, dann kann der jetzt auch fahren und der ist wieder richtig. Okay, passt. Gut, jetzt bauen wir aber für dich, mein lieber Railjet, eben noch Verstärkungen und die werden wir uns jetzt gönnen. Soll ich noch schnell warten, bis der zurückgefunden hat? Eigentlich nein. Der fährt in den Bahnhof rein und dann müsste er aufs richtige Gleis kommen. Das ist ja im Prinzip der Rückweg unserer anderen blauen Linie. Vom Railjet Co. Wir gehen jetzt Züge kaufen. Und zwar als erstes für diese Linie Verstärkung. Da schwebt mir auch schon was vor. Da sollten wir was haben, was wie dieser holländische Zug hier 140 fährt. Züge kaufen. Das wäre bei Triebwagen. Die Frage ist, wo? Ich glaube, der war nicht... Da ist er ja schon, der Turbo. Denn, den sehe ich jeden Tag, mehrfach. Meistens, wenn ich vor der Bahnschranke stehe und warte, bis ein Zug kommt hier im Städtchen. Deswegen möchte ich den. Und es hieß, den mal noch in Dreifachtraktion nehmen. Das könnten wir auch, aber er wird mir dann zu lang. Der passt nie und nimmer mehr in den Bahnhof rein. Aber guck mal, der macht 140, der passt perfekt noch auf diese Strecke. Wir kaufen den mal. Nein, wir kaufen den nicht. Wir kaufen den gleich. Ich muss es so sagen. Test. Speichern. Überschreiben. Dankeschön. Und dann kaufen wir natürlich noch was dazu. Auch was mit ungefähr 140 km/h. Wir gucken uns jetzt hier mal in Ruhe ein bisschen um noch. So, jetzt kaufen wir den aber zuerst. In der Hoffnung, das funktioniert. Müsste eigentlich. Jawohl, da haben wir ihn. Sehr schön. Lasst uns mal gucken. Ich würde sagen, wir nehmen hier nochmal Triebwagen. Denn auf die andere Strecke mit dem Railjet nehmen wir dann natürlich andere Züge. Schnellere. Wo haben wir denn hier noch ein paar Triebwagen? Sind die so weit unten? Hier haben wir welche. Moseltalbahn 160, das wäre eigentlich okay, aber der macht 140. Ist auch ein Stadler. Okay, kaufen wir. Dann kriegen wir hier. Ah, der Talent. 160. Auch 160. Auch 160. Klar, wäre kein Drama, wenn jetzt die 160 fahren und die anderen 140. Aber wenn wir jetzt noch einen kriegen, der eben auch 140 fährt, nicht der Cityjet, nö, 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 sind wir schon so weit unten. Schau mal einer an, ich höre einen Zug. Der flirt. 160. Wir müssen doch noch irgendwo einen Triebwagen haben, der sich mit 140 zufrieden gibt. 160, 160, 160. Der macht 140, ja, den haben wir gerade gekauft. Der macht auch 160. Da kommen die anderen Züge. Der sieht aus wie der Turbo. Das ist eigentlich auch ein Turbo, okay. Das ist aber ein anderer. Da haben wir noch den Flirt. Der macht auch 160. Wisst ihr was, wir machen jetzt hier keine Manöver, wenn wir keinen mehr finden mit 140. Dann nehmen wir den Leo Flirt in schwarz. Kaufen. Und Linie zuweisen. Alle. Das wäre dann Regio... Appleback. Edelack, die haben wir da oben. Ja, das passt.
Okay, dann könnt ihr rauskommen, Jungs. Es lädt noch, jetzt hat es fertig geladen. Dann gehen wir doch gleich mal gucken. Wir werden jetzt die Strecke, ich mache hier mal zu, die Strecke nicht mehr mitfahren. Die Strecke haben wir ja schon befahren. Glaube mit dem Railjet sogar. Sehr schön. Aber schnell gucken, wie die aussehen, möchte ich natürlich trotzdem. Das ist aber jetzt Heimat pur bei mir. So stehe ich jeweils da mit dem Auto und das sehe ich. Ohne die Berge dahinter. Und dann denke ich so, jetzt ab nach Hause. Okay, da kommt schon der Nächste. Ah, da haben wir ein Signal. Ich wollte gerade sagen, warum darfst du denn schon raus? Sehr schön. Steiermärkische Landesbahn. S-Bahn Steiermark. Schön. Alle mit 140. Perfekt. Der ist im Bahnhof. Ah, das heißt, jetzt muss natürlich unser holländischer Zug hier. Der muss jetzt ein Momentchen warten. Der wird wahrscheinlich warten müssen, bis alle Züge aus dem Depot raus sind und den Bahnhof wieder verlassen haben. Ich würde sogar, mir fällt gerade ein, wenn wir natürlich, das ist ja dann doch ein Teil auch dieser blauen Strecke. Da müssen wir vielleicht hier doch mal irgendwann noch ausbauen, was die Gleise angeht. Denn hier haben wir dann doch ordentlich Verkehr. Wenn hier nochmal vier Züge, würde ich mal sagen, raufkommen, die die längere Strecke befahren, die schnellere, dann wird das je nachdem dann ein bisschen eng. Aber ich würde sagen, wir lassen es im Moment mal so und gucken, wie das läuft. 10 Leute an Bord, okay. Da kommt der Steirische Express. Und hier hinten steht schon der Leo bereit. Das ist schon auch ganz, ganz ein schöner Zug. Den hatten wir in der ersten Staffel auch. Der fuhr, glaube ich, irgendwo in der Region, ich sag's halt schon wieder, Weißwasser rum. Gut, ich möchte noch schnell sehen, wie der in den Bahnhof reinfährt. Und dann kaufen wir die Züge für die schnellere Strecke. 3 Leute. Hier haben wir eh Leute am Bahnhof. Guck mal, 23. Warum der dann nur 3 einlädt, weiß ich auch nicht. Hm. Wo wollen die denn hin? Das ist dann die Frage. Ah, okay. Die wollen auf den anderen, auf die andere Linie, diese 22. Cool, dann läuft die Linie dann auch. Sehr schön. Da haben wir halt erst den Railjet. Das wird sich in Kürze ändern. So, und jetzt kommt hier noch Leo. Hammerzug. Vielleicht liegt es einfach an der Farbe, ich weiß es nicht, aber mir gefällt natürlich Schwarz halt auch doch immer wieder sehr gut mit diesem Goldenen drin. Sehr nett. Gut, wir kommen zur anderen Strecke. Ich habe ja gesagt, wir kaufen viele Züge. Und was machen wir? Wir kaufen viele Züge. Jetzt muss ich mal überlegen. Was haben wir denn hier an Zügen? Ich würde mal sagen, irgendwie, ich hatte doch eine Idee. Genau. Bei den Triebwagen. Ich habe ich vorhin was gesehen. Und zwar war es der hier mal. 360 km/h. Das ist ein bisschen zu schnell. Was haben wir hier? Intercity, Eurocity 2020. Achtteilig, Steuerwagen vorn. Lasst uns den doch mal nehmen. Ich nehme jetzt hier halt, ich speichere lieber nochmal. Ich nehme jetzt hier mal, was mir vor die Flinte kommt. Ein bisschen eine gewisse Idee, was ich nehmen will, habe ich zwar, aber da unten ist nochmal der Intercity 2020. Wir nehmen jetzt den mal. Achteilig. Der ist wahrscheinlich auch relativ lang. Das hat sogar geklappt. Sehr schön. Und dann hätten wir hier unten, ich muss gucken, wo. Ist der weiter unten? Da haben wir schon Tische, die sind schon zu schnell. Die machen schon 300, die möchte ich auf einer separaten Strecke dann haben, quer über die Map. Na, wo ist er denn, der Gute? Nee, das ist er auch nicht. Was bist du für ein Zug? 140, das ist fast ein bisschen zu langsam. Na. Da ist er ja, Raab.de, den wollte ich noch, genau, 200 km/h, das passt, den nehmen wir. Na ja, na Spiel, dankeschön. So, jetzt nochmal 2. Wie schnell ist der? 200 km/h, okay, der Railjet ist, macht 250. Da könnten wir, ich gucke mich hier nochmal schnell um.
Da haben wir ja den Railjet, da hätten wir noch den tschechischen Railjet. Grab.de Revision, ist das ein anderer wie der? Wahrscheinlich ja. Wenn er schon einen anderen Namen hat. Da, den habe ich noch gesucht, genau, den Dualstocks. Auch mit 200 km/h. Nehmen wir auch dazu. Gespeichert habe ich, also wenn es nicht funktioniert, dann sehen wir uns gleich wieder. Aha, hat auch funktioniert. Okay, dann hätten wir drei. Ich würde sagen, einen nehmen wir noch. Genau dich hier. Rail Adventure macht auch 200 km/h. Und sieht man da irgendwo, wie lang du bist? 107, 107, 107. Panoramawagen, je zwei Erstklasseabteil. Je zwei. Also, wir nehmen den, würde ich sagen. Okay, dann hätten wir unsere vier zusätzlichen Züge für die Strecke. Und die Strecke, die werden wir natürlich jetzt befahren. Das ist ganz klar. Haben wir den Zug? Wir haben ihn. Machen wir hier zu. Machen hier zu. Und ihr kommt auf die Linie. Regio. Appelbeck. Blauenthal war das. Genau. So, schön. Freue mich. Die neue Strecke das erste Mal befahren. Jetzt ist nur die Frage, mit welchem Zug. Ich würde sagen, wir schauen uns die mal alle in Ruhe an. Kannst du denn raus? Ist der holländische Zug schon wieder weg? Ja, hier ist freie Piste. Sehr schön. Dann können wir mal gucken. Schon mal sehr nett, wie der in die Kurve geht hier. Ui, ist der lang. Heiliges bisschen. Da ist der Bahnhof zu kurz. Das kann ich jetzt schon sagen. Guck mal, der ist nämlich relativ klein. Aber sehr, sehr nett. Intercity, Eurocity. Zumachen. Okay. Da kommt der, wie heißt der, ETR? Oder verwechsle ich da jetzt mal wieder was? Schade, dass das hier jeweils nicht auch noch angeschrieben ist. Hier stehen so viele Infos, aber nicht, was das für ein Zug ist. Schade. Cooler Zug. Erinnert ein bisschen an den Raab.de. Oh, und hier haben wir Busse, die Altstadt befahren. So, und der fährt schon mal los. Okay, und jetzt wartet dafür hier der Turbo. Ja, das ist dann halt. Vielbefahrener Bahnhof. Habt ihr unterschiedliche Gleise? Das müssen wir mal noch gucken. Im Bahnhof drin dann. Du gehst hier rein und wo geht ihr rein? Sonst müssen wir da noch was machen. Wo ist hier blau? Wird das wieder verdeckt? Ja, tatsächlich geht auch hier rein. Okay, das machen wir anders. Ihr benutzt dieses Gleis. Das heißt, wir müssen, oder wir machen es einfacher. Der, also die Regio Appelbeck-Edelack, bevor sie nach Appelbeck kommen. Moment, da brauchen wir ganz schnell meinen Lieblingswegpunkt. So, kann ich den hier hinsetzen, wenn du im Weg bist? Oh, sehr schön. Okay, das geht. Ist schon, der Sound ist der Hammer. Haltestelle hinzufügen. Die hier und schon rutscht er sozusagen rüber. Gut. Machen wir hier zu, damit wir die Züge sehen. Mit dem fahren wir auch noch nicht mit. Ich würde sagen, wir gucken uns erst alle in Ruhe an und entscheiden uns dann. Sehr nett. So, du kannst halt immer noch nicht rein, denn jetzt kommt der nächste. Das müsste der Dualstocks sein. Auch ein sehr schöner Zug. Nett. Okay. Ja, der arme Turbo da. Und da steht schon der nächste. Der Rail Adventure. Der ist, glaube ich, auch elendlang. Wir müssen hier den Bahnhof sowieso noch austauschen. Das geht aber auch zum Glück relativ einfach. Wir haben hier Platz. Da ist noch nichts gebaut von der Stadt. Und ja, hier kriegen wir... Das kriegen wir auch noch weg. Das ist ja sowieso erst provisorisch. Und den Zugang zum Depot, den können wir natürlich auch anders noch legen. Machen wir dann
wenn wir hier die Züge gesehen haben, würde ich mal vorschlagen, dass wir das noch kurz ändern. Der ist recht schnell. So, und jetzt kommt der ganz lange. Kann das sein? Ja, da mit dem Panoramawagen. Mal gucken, wann der endet. Wow. Sehr nett. Okay. Da haben wir den auch gesehen. Jetzt ist die Frage, mit wem fahren wir mit? Die sind eigentlich alle schon... Guck mal, der ist schon da hinten, der Dual Stocks. Schon über alle Berge. Ich würde sagen, dann schließen wir uns hier diesem schönen Zug an. Nö, den brauche ich eigentlich nicht hier oben. Wir wollen nur mitfahren. Ja, jetzt ist er hier vorne abgeschnitten, weil der Bahnhof zu kurz ist. Das ist genau die Problematik. Aber der lädt eigentlich trotzdem. Oder, ja, jetzt haben ihm natürlich die anderen Züge die Kundschaft weggenommen. Aber dafür haben wir Regio Appelbeck Edelack 9 Leute hier für den Turbo. So, wir steigen nochmal ein und begeben uns auf die schöne Fahrt. Halt! Moment! Jetzt! Okay. Das hat weg. Ja, das sieht schon ganz anders aus, wenn hier überall noch Sachen im Weg sind. Das hier oben stört noch ein bisschen. Kriege ich das vielleicht noch ein bisschen weiter? So, einfach, dass ich es noch zu greifen kriege. Cool. Da kommt jemand entgegen. Ich tippe mal auf den Railjet. So wie der aussieht. Na, jawohl. Tunnel und hinten wieder raus. Dauert ein Momentchen. Wobei geht eigentlich. So, kurz Wasser trinken. Da hinten fährt eh auch wieder einer rein. Das ist aber, glaube ich, ein Triebwagen, so wie es aussieht. Wird er langsamer? Ich glaube, er wird langsamer. Ja, nee, nicht unbedingt. Wie schnell bist du denn? Ich möchte jetzt doch mal noch gucken. 160, okay, jetzt wartet auf freie Wege. Oh, wir kreuzen mit meinem holländischen Lieblingszug. Dann müssen wir hier aber auch nicht mehr auf freie Wege warten. Dann haben wir jetzt freien Zugang zum Bahnhof. Sehr schön. Ins Tunnel rein mit unseren manuell gesetzten Bäumen. Also nicht im Tunnel, auf dem Tunnel. Oh, da fällt mir was ein. Moment, 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 Moment. Jetzt muss ich aber das Hart wieder haben. Ich muss mal ganz schnell pausieren, denn apropos selbstgesetzte Bäume. Ich hätte es fast schon wieder vergessen. Ich habe es in der letzten Folge schon vergessen. Guck mal hier. Ja, der Patient hier und der Patient hier. Die haben hier nicht wirklich was verloren. War ich das? Wahrscheinlich. Wer soll es sonst gewesen sein? Das Spiel vielleicht. Da ist noch einer. Das ist wahrscheinlich durch dieses Massengesetze so passiert. Hier oben haben wir nichts mehr. Nein, gut. Dann können wir wieder laufen lassen. Und das Hart wieder verstecken. Bist du schon hinten rausgekommen hier? Nein, da kommt er angeschlängelt. Sehr schön. Modelleisenbahn. Einmal mehr. Pur. Oh, und der Parkplatz. Ja, das ist natürlich jetzt schon cool hier. So einen Parkplatz brauchen wir dann in Friedenweiler natürlich auch noch. Reicht hier der Bahnhof? Das müsste eigentlich die maximale Länge sein hier. Wir gucken mal. Sieht eigentlich fast so aus, als würde es reichen. Doch, das reicht sogar dicke. Guck mal, der belegt nicht mal den ganzen Bahnhof. Sehr schön. Komme ich hier? Nein. Leider nicht. Ich wollte gucken, wie die Türen aufgehen. Aber weil hier so eine Grube ist, komme ich hier nicht richtig hin mit der Kamera, leider. So, weiter geht's. In die nächste Station. Zur nächsten Station. Wenn er das richtige Gleis findet. Aber das sollte eigentlich zu schaffen sein.
So, wir gehen mal wieder ein bisschen rauf. Oh, da unten kommt ein anderer Zug. Schade, haben wir schön verpasst. Und jetzt hier vorne. Mich dünkt, der wartet auf freie Gleise. Kann das sein bei dem bisschen Tempo, das er gerade hat? Da kommt der Railjet wieder daher. Ja, aber fahren tut er. Oder nee, der braucht wahrscheinlich einfach ein Momentchen, bis er das Tempo hat. Das ist ja doch ein relativ langer Zug und es ist nur eine einzelne Lokomotive. Keine Doppel- oder Dreifachtraktion. So, jetzt hier das erste Mal diese Strecke befahren. Cool. Da vorne über die Brücke, hinten ins Tunnel rein. Unten haben wir tatsächlich schon Befahrtverkehr. Stolzer Zug, vor allem cool halt mit dem Panoramawagen. Gleich nochmal Huckepack. Und über den Berg rüber. Auch cool irgendwie. So eine Mischung aus Schlittenfahren und Gleitschirm. Segeln. Ist da vorne? Da vorne ist der Ausgang. Ich wollte gerade sagen, sag mal, hört denn das Tunnel auch mal wieder auf? Aber stimmt, das ist ja ein längeres Teil. Ich glaube, weiter vorn kommt dann nochmal eins. Kann das sein? Wir werden es gleich sehen. Ja, müsste. Wir haben da ja gebuddelt. Das ist ja der Buddelbahnhof. Oh, da wird er aber merklich langsamer. Haben wir rot? Wir haben rot. Warum haben wir hier rot? Was ist denn hier los? Ich würde sagen, da gehen wir mal gucken. Wir nehmen den aber ins Fenster, damit wir mitkriegen, wenn er wieder losfährt. Haben wir hier keine... Ah, da haben wir natürlich keine Blocksignale mehr, weil wir im Tunnel drin sind. Das ist eine relativ lange Strecke. Und wenn hier ein anderer Zug im Tunnel drin ist und Richtung diesen Bahnhof fährt oder hier steht und wartet, weil hier einer drin ist, der wartet auch auf freie Wege. Aha, da scheint es mir dann doch irgendwie ein Problem zu geben. Nee, doch nicht. Doch, der fährt hier auf dem falschen Gleis. Der gehört hier rüber. Habt ihr hier nur ein Gleis? Nein. Der hat sich irgendwie vertan. Okay. Das kann mal passieren, wenn der weg ist. Dann kann er hier losdüsen. Unser Raab.de. Wie es gleich viel geschäftiger aussieht, das Ganze, wenn die Züge moderner werden, schneller werden, finde ich. Man hat dann gleich das Gefühl, hier ist ordentlich was los. Ja, hier fehlen noch Gleise. Das ist vor allem leider eben auch ein bisschen los. Das müssen wir wirklich mal noch machen, dass wir die Bahnhöfe verbinden. Alle Gleise schon mal, egal ob wir sie brauchen oder nicht. Es sieht dann einfach auch fertiger aus. So, jetzt kann er hier wieder fahren. Setzen wir uns wieder dazu. Und vielleicht sehen wir noch, wie er kreuzt. Ich glaube zwar nicht. Das Tunnel hat doch eine gewisse Ausdehnung. Da kreuzen wir im Tunnel drin. Okay, da werden wir jetzt mal nicht Huckepack machen, diesen langen Weg, sondern ich würde sagen, den empfangen wir hier unten. So, da haben wir sogar noch ein bisschen Zeit für Sightseeing. Hier in... Aha, das hat es aus. Ich kann es natürlich... Ich finde nicht raus, wie... Wie es heißt, vielleicht aufgrund des Bahnhofs Heringsdorf. Aha, okay, sogar mit zwei Passagieren. Kommst du schon? Hören wir dich? Nein. Und wenn das hart aus ist, sehe ich natürlich auch nicht, wo er ist. Dann gucken wir doch noch mal ein bisschen in Heringsdorf rum. Schönes kleines Städtchen. Den könnte man natürlich auch mal noch ein bisschen unter die Arme greifen, hier was Straßenverbindungen angeht. Aber eigentlich bauen sie die Sachen ja selber aus, solange es keine Brücken oder Tunnels sind. Ah, da kommt er. Herzlich willkommen in Heringsdorf. Wie kriege ich dich am besten hier rein? So,
So, ist gar nicht schlecht, denke ich. Vielleicht sehen wir hier, wie die Türen aufgehen. Ja, hier können wir gucken. Sehr schön. Finde ich einfach immer wieder ein sehr, sehr nettes Detail. Vor allem, dass man eben auch reingucken kann. Da hat es tatsächlich auch noch was drin. So, wir begleiten ihn auf seinem letzten Stück auch noch. Ein Passagier. Guten Tag. Ja, der hat nicht unbedingt einen Riesenanzug, aber eben, das ist auch klar. So viele Wagen hinten dran. Das kann man eigentlich nicht erwarten, dass der dann abgeht wie eine Rakete. Einen guten Sound hat der Zug irgendwie auch. Schön ruhig. So, ich glaube, hier können wir Huckepack machen, weil ich glaube, hier kommt kein Tunnel. Kann das sein? Kommt hier ein Tunnel? Haben wir hier noch einen Tunnel gebaut? Ich das noch wüsste, ist doch schon wieder 3 Tage her oder 4 sogar, seit ich das letzte Mal aufnehmen konnte. Hallo, Rab.de. Da wartet der Privatverkehr. Sehr gut, wie sich's gehört. Er hat aber doch ein gewisses Tempo, hat er. Da kommt schon der nächste Zug da hinten. Der Dual Stocks. Und da hinten ist unser Kopfbahnhof. Der schöne neue. Vielleicht mal gucken, wie das aussieht, wenn da ein Zug drin steht. Aber jetzt fahren wir erstmal in den Bahnhof rein. Huckepack. Führerstandsmitfahren. Ah, sehr schön. Mit Gleiswechsel. Und da vorne ist Feierabend. Cool, der Bahnhof. Gefällt mir sehr gut. Die Idee, dass es eben auch mal einen Kopfbahnhof gibt. Und der ist auch sehr schön gemacht. Er ist einfach zu kurz. Das ist klar. Das Problem hatten wir, als ich ihn gebaut habe, dass der halt nur irgendwie die 320 Meter, nee, Blödsinn, was erzähle ich denn? Einfach die kürzeste Variante, dass die hier geht und die längeren, die gehen halt nicht. Vielleicht gehen sie ja irgendwann. Hier fehlen noch Busse, habe ich das letzte Mal schon festgestellt, und hier in Heringsdorf ebenso. Darum kümmern wir uns dann in der nächsten Folge, würde ich meinen. Gut, dann sagt der Herr Heisenberg zusammen mit dem Dual Stocks tschüss. Oh, wir haben eine Uhr vor der Nase. Tschüss. Ich hoffe, er hat euch gefallen und bis hoffentlich zur nächsten Folge. Tschüss, liebe Leute. Bye, bye.